Wir haben gerade gesagt, diese 109,65 Euro, Euro wohlgemerkt, ne, ist die Dimension, in der das Ergebnis erscheint, Euro, ne, nicht Prozent, Euro, ist das mehr gegenüber der Finanzinvestition. Ich kriege also, wenn ich mich für die Sachinvestition entscheide und die Zahlen, die wir angenommen haben, so eintreffen, wie angenommen, bezogen auf heute 109,65 Euro mehr, als wenn ich die 2.600 Euro auf der Bank zu 5% anlege. Deswegen sollten wir eines noch beleuchten. Wie hoch ist denn der Kapitalwert der Finanzinvestition? Und die Antwort lautet, der Kapitalwert der Finanzinvestition ist 0. Der Kapitalwert der Finanzinvestition ist 0. Ist 0. Ist wirklich 0. Aber ich glaube, das sollten wir mal berechnen. Was halten wir davon? Wenn wir das jetzt nicht einfach dahinschreiben, sondern uns mal klar machen. Aber ich darf das Ergebnis schon vorwegnehmen. Der Kapitalwert der Finanzinvestition ist immer null. Erinnern Sie sich an den Ausgangssatz, Grundgedanke des Kapitalwerts, wie viel ist eine Investition heute wert? Und ich sage, die Bedeutung dieses Wort heute können wir jetzt nur erahnen. Im Folgenden werden wir es genauer erfassen können. Warum bezieht der Kapitalwert alles auf heute, alles auf T0? Antwort, weil der Kapitalwert eine faule Sau ist. Das ist die Antwort. Denn er braucht dann nicht mehr den alternativen Kapitalwert der Finanzinvestition auszurechnen, weil der nämlich immer null ist. Wäre der Kapitalwert ein Zukunftswert, müssten wir den Zukunftswert der Sachinvestition ausrechnen. Das heißt, wir zinsen alles auf, nicht ab, wir zinsen alles auf T3, auf das Ende unseres Betrachtungszeitraums. Und wir zinsen die Finanzinvestition auf T3, gucken, welche der beiden Zahlen ist größer. Tun wir aber nicht, sondern wir zinsen alles ab auf T0, weil wir den Kapitalwert der Finanzinvestition dann nicht mehr berechnen müssen. Wir berechnen also jetzt ein einziges Mal und dann nie wieder. Machen wir das mal.